Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Mount & Blade 2 Bannerlord. Ja, Helga ist leider gestorben im Kampf bei der Verteidigung von Marunas. Dort scheinen Rebellen irgendwie angegriffen zu haben. Die Stadt gehört zwar immer noch uns, aber ja, sie ist leider gestorben. Und auch Kimmel Blutaxt ist leider gestorben an Altersschwäche. Nerik der Laute, wir brauchen auf jeden Fall neue Leute. Peace to you, Stranger. Friede sei mit euch, Fremdling. Wie heißt ihr? Mein Name ist Eva. Erzählt mir von euch. Gewiss doch, und ich bin mir sicher, ihr werdet Gefallen an meiner Geschichte finden. Mein Stammbaum ist sehr groß und geprägt von Adeligen, daher zögerte ich nicht lange, als König Dertherd seine Vasallen zu den Waffen rief und schnappte mir das Pferd und die Rüstung meines Vaters und ritt los, um mich der Armee anzuschließen. Das war in unserem Krieg gegen das Imperium, müsst ihr wissen. Es wurde viel durch den Schlamm marschiert und ich werde euch damit nicht weiter langweilen, aber ich muss euch erzählen, was geschah, als wir den Gegner stellten. Wir gingen gerade in Stellung, um anzugreifen, als ein anderer Ritter, wenn man ihn denn so nennen mag, mir weiß zu machen versuchte, dass für mich kein Platz anfuhr, dass der Front sei und ich mich in die zweite Reiterreihe begeben solle. Nun, ihr wisst ja, was ein Ehrenmann tut, wenn er auf solche Art beleidigt wird. Ich streckte ihn nieder und dann stürzten sich seine Freunde auf mich und auch die streckte ich nieder. Ich konnte ein ganzes Dutzend von ihnen ausschalten, bis sie mich schließlich überwältigten. Habt ihr jemals von so einem glorreichen Kampf um die Ehre gegen solche eine Übermacht gehört? Naja, falls ihr wirklich ein Dutzend Männer auf eigene Faust niedergestreckt habt, ist das ziemlich beeindruckend. Auf jeden Fall fiel der Feind über uns her und die vlandianischen Heerscharen wurden versprengt. Ich werde mich solchen Halunken nicht mehr anschließen, aber wenn sich ein anderer Kriegsherr erbarmen würde, mich aufzunehmen, würde ich seine Reihen liebend gerne an meinem Ruhm teilhaben lassen. Ja, dann heulen wir den mal an, Nerik der Laute. Na, hoffentlich bellt er nicht nur so laut, sondern ist wirklich stark. Er kriegt auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen. Huch. Okay, andere haben wir gerade nicht. Und einen Helm haben wir auch nicht für ihn. Schade. Aber ein Bogen, ein Schwert hat er. Dann kriegst du noch ein Schild in die Hand. Und vielleicht ein etwas besseres Schwert, wenn wir eins haben. Hier einen schweren Säbel. Vielleicht. Ja. Warum nicht? Haben wir einen Banner? Wir haben einen Ritterbanner für ihn. Und ein Pferd soll er natürlich auch bekommen. Dann ist er schon mal ganz gut ausgerüstet. Was werfen wir für Gegenstände? Achso, nee, die sollen... Wie kommen die denn dahin? Okay, die sind auf jeden Fall irgendwie besser. Das passt aber besser. Geben wir ihm das. Und ja, er kann erstmal bei uns bleiben, bis wir dann auch einen Helm wieder haben. Jetzt wird gleich eine Truppe desertieren. Ja, okay. Überlegt, ob ich die nochmal spenden soll. Urius wird hier gerade angegriffen. Und wurde gefangen genommen. Ah, da ist wieder eine Armee unterwegs. Alles klar. Ach du Schreck, was ist denn hier los? Wo kommen die denn alle her? Da fehlt uns ein Trupp. Eigentlich kann er nur Nerik erstmal. Aber wenn wir den jetzt hier loslassen, dann wird er gleich gefangen genommen. Das ist keine gute Idee. So, und Nyra wird wieder angegriffen. Da kommen wir nicht hinterher. Die sind einfach zu schnell. Aber vielleicht ist jemand anderes von uns ja schnell genug. Da müssen wir jetzt mithelfen. Das nützt nichts. Your help was. Nur eine Gefangene.
und weg damit. So, die plündern hier gerade unser Dorf. Ist denn unsere Armee? Da unten ist was los. Da versuchen wir mal irgendwie mitzumischen. Ah, zu langsam. Da ist auch nochmal was los. Ach, Leute, Mann. Okay, da können wir auf jeden Fall was ausrichten. You turned up. I don't think we have many. Legionäre. Die guten Truppen nehmen wir gerne mit. Nochmal ein paar Gefangene. Und Beförderungen. Das nehmen wir auch alles mit. Ich glaube, Buchhol war einer der Rebellen. Ja, das ist nicht so wild. Den werden wir nicht hinrichten. So, wie wäre es denn, wenn du hier die Armee der Aserei nochmal angreifst? Porus Rebellen. Okay. Guck mal, er schaut zu hier, während die unsere Truppen angreifen. Das kann ja wohl nicht angehen. Your help was... Truppen können wir gerade nicht weitere aufnehmen. So, da geht's weiter. Da können wir nochmal gucken. Okay, da geht gerade die Armee ran. Das ist super, aber die kam zu spät. Ach, Mann. Was ist denn hier los? Well. Die entfliehen uns immer wirklich schnell. So, den einen nehmen wir mit. Ein paar Gefangene. Der eine muss weg. Das ist wirklich fies, auch wenn es viele kleine Trupps sind. Wenn die sich zusammenschließen und auf einem Haufen sind, dann können die auch was ausrichten. So, hier Medizin, wenn wir uns auf der Kampagnenkarte bewegen, das können wir auch schon. Aber da kommen wir nicht hinterher. Sind einfach zu schnell. So, vielleicht hilfst du da mal, die Stadt zu verteidigen. Ja, perfekt. Da machen wir mit. Auch wenn die Armee sich gerade aufgelöst hat. Zwei, drei. Ihr seid ein Feind, ihr bleibt in Gefangenschaft. So, hier kriegen wir nochmal 1, 2... Okay, dann müssen wir austauschen. Müssen wir doch ein paar schlechte da lassen. Und noch Zweiertruppen irgendwo. Hier zwei Verwundete. Einen müssen wir noch loswerden. Ja, dann wird der da gelassen. Wir richten direkt hin. Wer bist du? Vom Danos Clan.
Okay, die drei wollen wir auf jeden Fall hinrichten. Wieder drei Helden weniger auf der Azerai-Seite. Bist du auch weg? Zack. So, wir verkaufen die Gefangenen am besten mal. Kriegen wir hier nämlich auch nochmal gutes Geld. Und hier werden wir unsere Sachen wieder verkaufen. Und dann werden wir gleich mal gucken, ob wir jetzt einen Helm haben hier für unseren neuen Gefährten. Die Pferde können wir uns schon mal holen. Streitrösser braucht man immer. Und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Puffer, um zu verkaufen. Ja, Riemenkettenbeinlinge in guter Qualität. Gucken wir auch gleich nochmal, ob wir die vielleicht austauschen können. So, wir haben Helme, aber nichts Gutes dabei. Hier ein rostiger Rundhelm könnten wir ihm geben. Besser als nichts für den Anfang. So, und hier haben wir noch Waffen. Und Schilde. Perfekt, bis auf null. So, dann bekommst du hier den Helm erstmal auf. Nichts Besonderes, aber immerhin. Tja, den Rest behalten wir. Können wir da nochmal ran? Ne, die sind zu schnell weg. So, wie sieht es denn aus mit den Azerai? Immer noch auf 12.000, meine Güte. Das, obwohl wir jetzt schon so viele von denen hingerichtet haben. So ein bisschen einkesseln. Dann holen wir uns den hier noch. Was ist das? Achso, das sind Bauern. Och, die wollen wir gar nicht angreifen. Wir wollen ja keine Zivilisten töten. Guck mal, da schon wieder. Die sind trotzdem noch relativ schnell. So, Gefangene. Einen können wir mitnehmen. Mit dem mal mit. Obwohl, die beiden würde ich auch mitnehmen, dann lassen wir wieder zwei da, die nicht so gut sind. Die nehmen wir mit. Das nehmen wir auch alles mit. Und hier können wir nochmal mitmischen. Perfekt. So, dann hätten wir schon mal wieder zwei Helden vom südlichen Imperium, die wir hinrichten können. Ich hoffe, das bringt halt irgendwie was, dass wir jemand zu einem Ende kommen. Im Grunde genommen herrschen wir ja schon fast über die Welt. Urios der Räuber, der kann einen neuen Trupp gründen. Ja, die lassen sich hier zu sehr ablenken, die Armeen. Statt irgendwie Burgen und Städte einzunehmen, greifen sie hier die kleinen Trupps an.
Ist aber vielleicht auch unser Verschulden, weil wir gesagt haben, gegen das südliche Imperium sollen sie aggressiv vorgehen. Ja, die sind einfach zu schnell. Zu schnell für uns. Schade, schade. Nicht mehr rechtzeitig. Nee, den holen wir nicht mal ein. Schade. Oh, da könnten wir noch mal versuchen. Perfekt. Da haben wir dann ein paar, die wir in die Enge getrieben haben. Eins. Okay, immerhin. Ja, wir gucken uns nochmal in Onyra um, um dort vielleicht zu schauen, ob es da in der Taverne jemanden gibt, den wir anholen können. Leider nicht. Da können wir wieder Gefangene verkaufen, ein bisschen Handel können wir treiben. Auch wenn das jetzt nicht viel ist. Haben wir auch wieder nicht so viel Gold. Die Städte hier sind alle ziemlich arm. Wahrscheinlich gebeutelt von den ganzen Kriegen. Deswegen, ja, können wir da nicht immer ganz so viel loswerden. Waffen müssen wir irgendwann auch nochmal wieder einschmelzen, damit wir hier zu Ressourcen kommen. Und dann müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht wieder irgendwie, ja, gefangen genommen werden. Und das ist immer ärgerlich, wenn dann die ganzen Sachen weg sind, die man hier so gesammelt hat. So, dann kommen wir dann schon mal wieder auf gute 30.000 Gold. Oh, und da kommt eine Armee. Die wollen bestimmt Onyra angreifen. Ja, machen sie auch. Treten mal der Armee bei. Vielleicht können wir nach Onyra und das verteidigen hier. Ich jag die mal so ein bisschen mit. Ja, da schließen wir uns mal direkt an. Das ist doch eine gute Idee. Good to see you. We are at your... Eine Gefangene nur, schade. Schade, schade, schade. Da hätte ich gerne mehr erwartet. Gerade bei so einer relativ großen Armee. Aber naja. Kleinvieh macht auch Mist. Die ist weg. Zack. Und wir verkaufen die restlichen Gefangenen und machen hier noch mal ein bisschen Geld. Frieden mit den Aserei schließen? Eigentlich nicht. Aber ja, anscheinend brauchen wir das. Die haben sogar wieder zugelegt an Stärke. Fragt mich nicht, Leute. Ich kann euch das nicht sagen, wie das kommt. Wir machen hier schon alles Mögliche. Und die zahlen zumindest Tribut an uns. Können wir nochmal gucken hier an den... So, kommen wir da gar nicht rein. Gegner. Oh, der hat nicht mehr viel. Herrscher der Aserei. Gucken, wo der dann sich auffällt demnächst. Wir den vielleicht auch mal erwischen. Na, nach dem rückt dann sowieso wieder einer nach. So, dann wollen wir mal mit Vlandia Krieg führen. Oder, ne, hier sind unsere Armee noch unterwegs.
Die wollen bestimmt noch hier die Rebellenstädte übernehmen, Porus und Mycea. Da können wir noch mal ein bisschen weiter nach Norden gehen, mal gucken, was da so los ist. Und dann schauen wir mal, ob hier gleich vielleicht eine Armee noch dazu kommt, um Mycea einzunehmen. Porus ist auf jeden Fall schon mal eingenommen, das ist gut. Tora Weidenrinde wurde freigelassen. Roda erholt sich aus der Gefangenschaft. Besitzer von Porus, ja, perfekt. Pyrentos kann vielleicht dafür sorgen, dass es nicht wieder in Rebellenhände rutscht. Na, guck mal, die sind jetzt auch gar nicht mehr so groß eigentlich. Aber, ja, ich weiß nicht. Es wird halt einfach nichts. Ich weiß nicht, was man da noch veranstalten soll. Wir verfolgen den jetzt einfach mal hier. In der Hoffnung, den vielleicht irgendwie im Wald zu erwischen. Da haben wir ja den Vorteil, dass wir da irgendwie, ich glaube, ein paar Prozent schneller sind. Und wenn wir jemanden verfolgen, auch noch. Ja, aber das wird nichts. Wir sind einfach zu langsam. Wir haben eine zu große Armee. Können wir den hier vielleicht in die Ecke treiben. Ja, kriegen wir auch nicht. So, Surena wurde auch freigelassen. Ja, wir müssen mal eine Stadt aufsuchen, damit wir dort unsere Karawane mal wieder bestücken können. Formiert sich neu. Das dauert dann noch, bis sie wieder kommen kann. Jo, dann können wir uns in Argoron nochmal nach jemanden umschauen, der vielleicht zu uns stoßen kann. Als Gefährte. Ulunen die Wölfe. Yours is not a face I know. Euer Gesicht kenne ich nicht. Wie ist euer Name? Ich heiße Eva, meine Dame. Oh ja, ich kann euch in der Tat einiges über mich erzählen. Als ich ein kleines Mädchen war, geriet ich in die Fänge von Sklaventreibern. Im Imperium gab es Geschichten von Kriegerinnen tief in der weiten Steppe und als ich verkauft wurde, behaupteten sie ganz einfach, dass ich eine davon sei. Damit ich gegen andere Sklaven kämpfte und sie unterhielt, indem ich ihre Geschichten mit Leben füllte. Nun, vielleicht ist etwas daran an diesen Legenden, denn ich habe viel verdient und ich habe meinen Herrn sehr reich gemacht. Laut den imperialen Gesetzen ist es nun verboten, Gegner in der Arena zu töten, doch niemand schert sich darum, was die Reichen und Privaten zu ihrem Vergnügen tun. Dutzende andere Sklaven haben mit einer Klinge in der Brust ihr Ende gefunden. Schuldgefühle habe ich jedoch keine, denn andernfalls hätten sie mich getötet und einigen wäre das auch um ein Haar gelungen. Ich habe getan, was ich tun musste. Ja, ich schätze, ihr habt wirklich getan, was ihr tun musstet. Es gibt nicht mehr viel zu sagen, mein Meister war ein sadistisches Ungeheuer, aber immerhin durfte ich meinen Gewinn behalten und mir irgendwann auch meine Freiheit erkaufen. Ich glaube, ihm ist auch recht bald klar geworden, dass er, wenn er mich allzu lange gegen meinen Willen behalten hätte, irgendwann auch mit einer Klinge in der Brust geendet wäre. Nun bin ich also hier und versuche mir auf die einzige Art, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, die ich kenne, indem ich das Blut anderer vergieße. Habt ihr vielleicht Arbeit für mich? Ja, heulen wir die Dame mal an. Und schauen mal, dass wir sie ja, ein bisschen ausrüsten. Hier auf jeden Fall schon mal die. Dann die Armschienen. Ja, hier haben wir jetzt leider gar nicht so gute Sachen. Aber erstmal besser als gar nichts. Oh, da soll's hin. Und dann gucken wir noch mal. Da haben wir etwas, damit sie schon mal mit Pfeil und Bogen los kann. Und hier ein Schild. Noch mal eine bessere Waffe geben. So ein Feinstahlsäbel. Dann kriegst du erstmal ein Sattelpferd. So, was hat sie da? Ein Saumpferd. Aber das Sattelpferd ist schon mal besser. Ist ja auch zu Pferde und ja, kriegt das hier erstmal.
Okay. Damit haben wir dann ja schon mal wieder ein paar Gefährten aufgefüllt. Ja, hier werden die Dörfer angegriffen. Ach guck mal, Boitors Armee greift jetzt hier Mycea gerade an. Die letzte Stadt, die in Rebellenhand ist. Und dann können wir hier dann unsere Armeen, glaube ich, wieder auflösen. Und dann müssen wir mal gucken, dass Vlandia bald bestimmt wieder Krieg gegen uns führen möchte. Wir schauen mal, wie es denen so geht. Ach, guck mal, die haben sich auch schon wieder berappelt. Sind schon wieder bei 12.000. Ja, wir greifen mal mit an. Mitnehmen. So, dann schauen wir hier auch gleich mal, was für Gefangene denn so in der Stadt leben. Zeigen Gnade. Verlies, Gefangene verwalten. Dann gucken wir mal. Ach, Uranus-Clan, Venus-Clan. Das ist alles nicht so wichtig. Ja, natürlich klappt das nicht. Müssen wir dann doch wieder händisch verkaufen. Ja, letzte Stadt in Rebellenhand, die ist jetzt auch wieder unter unseren Fittichen. Jetzt wollen wir mal gucken, wer die Stadt denn gleich bekommt. Huch. Das ist immer Kleinkram, aber macht natürlich trotzdem was aus, wenn wir die Sachen hier verkaufen. Die ganzen Handelswaren. Ja, die bewahren wir vielleicht mal auf. Kann ja nicht schaden. Vermutlich waren das die adeligen Reittiere, die uns hier so ins Minus gerutscht haben beim Verkauf. Aber jetzt sind wir ja schon gleich am Ende. Die Schwerter bilden ja immer so das Schlusslicht an den Waren. So, das ist schon mal gut. So, und ich wollte noch mal gucken. Wir haben ja bessere Pfeile jetzt hier für sie schon mal. Ja, Rest kann erstmal so bleiben, denke ich. Ja, Mycea ist eingenommen. Cool. So, und da lösen sich die Armeen jetzt auch schon auf. Sind alle Trupps unterwegs? Wir gucken mal. Jo. Sehr gut. Ja, mal gucken, wer die Stadt denn jetzt bekommt. Tovia. Oh, denen geht es auch nicht so gut. Also der ist nicht so gut auf uns zu sprechen. Wollen wir gleich mal gucken, dass wir ein bisschen Einfluss mal geltend machen hier bei unseren Leuten. Unseren Clans. Denen geht's gut. Ja, da können wir, glaube ich, nicht mehr so viel machen. Oswin ebenfalls. Ja, die sind auch überhaupt nicht gut auf uns zu sprechen. Wir. Da können wir noch was machen. So, 18 ist okay. Da können wir auch noch was machen.
Ja, und Urien Eisenbauch, ich weiß auch nicht, warum der so schlecht auf uns zu sprechen ist. Ja, Oswin. Müssen wir mal gucken, was wir da noch machen. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück Richtung Vlandia, Richtung Heimat. Dort könnte es nämlich sein, dass wir da bald schon wieder Krieg führen müssen. Ja, gut, Leute, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Würde mich freuen, wenn ihr dann zur nächsten Folge auch wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch riesig drüber freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.